So. So. Okay, du bist schon wieder da. Sehr gut. Ich habe mir gedacht, ja, ihr geht da gerade heimlich rauchen. Wo sind die Keule hin? Die habe ich in der Hand. Okay, okay. Verstehe. Du bist hier. Wo ist der Arm? Steckt er vielleicht in der Keule? Ja, zufälligerweise. Also ich glaube, dass wir vielleicht diese Keule für den Hund noch brauchen werden. Dass sich das irgendwie noch auflöst. Weil er will ja einen Knochen wieder haben, also brauchen wir ja irgendwann einen Knochen. Das ist der einzige Knochen, wo ich jetzt so auf Anhieb mal sehe. Keine Ahnung. So, wo ist Siggi? Eine rauchen oder was? Der ist noch eine rauchen. Der ist noch rauchen, okay. Also habe ich doch schon geraten, dass wir rauchen mal. Gut. Ich habe mal in der Weile mal ganz schnell Zigaretten gemacht. Ging das vorher auch schon hier hinter? Ja, neben der Kirche. Ja. Ah, guck mal, wie sitzt da? Schwarzbrover Fruchtgummis. Hey, get your own snacks, you. Hol dir deine eigenen Snacks. Those will burn a hole in your tongue. Okay. Du kannst nicht von den Piraten stehlen. Ah, ich hab hier was gefunden. Ja, ich stehe neben dir. Aha. Alles klar. Jetzt pass auf, der Knochen bleibt übrig. Die haben Hunger. Knochen bleibt über, der Krieg gibt uns bestimmt das Geld. Oh. Hey, I told you not to start. Die wären böse. Get back in your cage. You dummies for the water. Ja! Wir kriegen einen Körperteil! Oder? Oder auch nicht? Auf jeden Fall kriegen wir den Sack. Oder? Oder auch nicht? Ja, ganz klar. Okay, wir haben hier so Knallbonbons. Ich stelle die mal vor auf die Straße. Ja, weil da liegt die nämlich hier hin. Das war mir klar. Diesem Skelett fehlen mehrere Knochen. Alles klar. Das heißt, wir bauen das Skelett zusammen und müssen irgendwie einen Schädel dann da drauf kriegen noch. Ja. Oh, da war zu lange AFK. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen warten. Genau, warten mal kurz. Dann wird er bestimmt gleich wieder kommen. Komm, alle einen Grog trinken, müssen wir eh dahinter. Ja, das stimmt. Schon mal vorglühen. Ich hab gar nichts mehr dabei. Ich schwanke. Aber cool. Brauch gar nicht die Tasten zum seitlich laufen benutzen, weil macht das von alleine. Ich treff die Tür nicht. Ich bin reingestolpert. Braust! Ja, braust! Ja, ich kann nichts mehr trinken. Ist ja schon wieder leer oder was? Einen großen Schluck. So. Rohost. Rohost. Doch, doch, jetzt. Wo haben wir eigentlich den Knochen hingelegt?
sorge mal ein bisschen für Stimmung. Da brauchen wir ein anderes Lied. Angekotzt. Du willst mich doch immer nur ankotzen. Ich versuche ja schon immer irgendwie wegzulaufen, so. Aber. Jetzt war das Loch durch die Tisch. Für die drei Piraten hier. Ja, Matthias, da muss man gleich. Alter, ihr wollt auch mal singen? Ach, die schlafen schon. Also mit den ganzen schiefen Tönen wirkt das doch ziemlich authentisch. Ja. Das zu Ende, wir sind nüchtern. Ja, genau. Jetzt hat man die ganze Nacht durchgefeiert. Kann man das nicht irgendwie auf Autospielen machen? Nee, leider nicht. Ach, das war springen. Bestes immer noch das Ding noch. Wobei die Gitarre auch nicht schlecht ist. Ja. So, wo bleibt er jetzt? So lange raucht man doch nicht. Obwohl, wenn er so wie ist wie du. Erstmal eine Havana Club. Oh ja, nur ab und zu. Ich hab doch die Hand hierher irgendwo gelegt, oder?
Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dass es zurückgespawnt ist, also zurückgesetzt wurde, da wo es, weiß nach einer gewissen Zeit, dass es dann zurück, da wo man es her hat. Wo habe ich die her? Weiß ich nicht, weil der Hammer ist ja auch, wo vorhin da stand, der Hammer ist weg, aber der Hammer wurde wieder zurückgesetzt auf den Tisch, wo man her hat. Glockenturm war das doch, oder? Ah, stimmt, ja. Die hing ja da irgendwo drin. Ja, da liegt sie wieder. Guck mal, ich hab ne Hand. Hallo. Nee. Hast du die dran gebaut? Nee. Nee, ich hab's noch in der Hand. It's an alleyway. Not too glamorous, but I guess they have their uses. This one seems oddly mysterious. Sich hinsetzt. Hm. Ah, gut, ich komm wieder raus. Ja gut, diese Perlen sind jetzt wieder zurückgesetzt. Cause too much trouble and you might end up in prison. There's not much to do here except count the rats. My pal Otis seems to spend a lot of time stuck down here. Okay. Also überall, wo so eine, wie sagt man so, so ein Tintenfass rumsteht. Kann man sich nebendran hinsetzen, dann hörst du denen seine Gedanken. Also wie hier zum Beispiel steht ein Tintenfass, da kannst du Platz nehmen. Ah. Ja, da erzählt er immer ein bisschen was, so als Tipp. Weißt du, das ist gar nicht so schlecht, hier kann man nicht hoch. Okay. Interessant, interessant. Weiß nicht, gab es in der Kirche nicht auch sowas? Oh, da bin ich wieder. BB, du bist wegen AFK wahrscheinlich rausgeflogen oder so? Ja, ich kann dem Spiel aber jetzt irgendwie nicht mehr beitreten. Kannst du noch eine Einladung schicken? Du kannst nicht beitreten? Nein. Crew verwalten, Leiter verwalten. Ach hier, Freunde erinnern, okay. Auf Dutchman oder so. Dutch. Genau, wir haben noch nicht weitergemacht. Wir haben schon ein paar Ideen gesammelt. Ja, bitte.
Ja, du musst ja erstmal reinkommen, bevor wir. Ne? Ihr habt auf mich gewartet. Ja, ja, klar. Jetzt habe ich doch vergessen, meinen String zu holen. Ah. Bräuchten halt irgendwie mal was zum Futtern. Ich hab keine Energie mehr. Ja. Am Schiff, da haben wir was. Da habe ich vorhin was eingesammelt. Bevor wir losgefahren sind. Schiff wieder gespawnt. So, ihr habt Ideen gesammelt. Ja, richtig. Da wären. Und zwar, komm mal zur Kirche. Weil da geht's ja, jetzt weiter. Oh, wo weißt du das? Wir haben das Fleisch verfüttert. Verfüttert? Ja. Wen? An Hunde. Die sind auch hinter der Kirche gewesen. Ah, hinter der Kirche, da geht's auch noch irgendwo hin, ja. Genau, und da müssen wir jetzt so einen Arm an das Skelett machen. Also, kurze Story zu dem Skelett. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen jetzt warten, weil sonst siehst du das ja alles gar nicht. Der saß ja hier und hat nebendran so einen Geldbeutel gehabt. Den Geldbeutel wollte ich klauen, aber das ging nicht. Und Ben hat den Fleischteil noch in der Hand gehabt und hat gesehen, oh, das kann man ja hier reinlegen. Und hat das halt einfach mal reingelegt. Und da waren so kleine Hunde, die haben das dann gefressen. Und der Typ hat sich darüber aufgeregt und wollte halt, Böses tun den kleinen Hunden. Und die haben sich halt dann gewehrt und haben den kaputt gemacht. Also, jetzt liegt er halt hier. Und ja, jetzt haben wir jetzt noch den Arm. Den haben wir ja in der in dem Glockenturm da gefunden. Und ja, der muss da wahrscheinlich jetzt ran. Das haben wir nämlich noch nicht probiert. Ob das geht. Bitte. Ja, hier steht's. Ja, guck mal. Okay. Wir haben doch noch irgendwas gefunden, so einen Arm oder sowas. Das heißt, der Knochen, was der Hund hat, ist jetzt noch ein Beinknochen. Beinknochen. Ja. Beinknochen und der andere Arm, den habe ich im Kerker jetzt gesehen. Da hängt auch eine Hand dran, aber wir kommen noch nicht hin. Guck mal, hier liegen noch ein paar Schwarzpulverfluchgummis. Nehmen wir mal mit. Ich hab vielleicht Idee. Können wir damit den Käfig aufmachen. Ja. Weil kleine Dinger passen da rein. Ah, ja genau, und die machen ja Puff. Und dann ist verrostet. Ja. Nice. Tu das andere hier drüben rein. Hier, in die zweite Tür. Manu? Warte. Okay, draufschießen bringen. Ein verklebtes Schloss. Man könnte etwas Dünnes hineinstecken. Etwas Dünnes hineinstecken. Ah, hier liegt doch ein Hammer rum. Wo ist der Hammer? Der liegt, glaube ich, irgendwo in der Stadt. Nee, der ist da hier drin. Auf dem Tisch. Nee, hier habe ich ihn. Ich habe ihn mitgenommen und habe ihn irgendwo fallen lassen. Achso. Ich habe ihn schon. Ja. Genau, da habe ich vorher noch dreimal gefragt, wer den wo er fallen lassen hat. Nein. Wo war denn? Moment, das war ein Zimmermannshammer, ne? Was denn? Da. Tischlerhammer. Das muss noch was anderes sein. War nicht oben im Leuchtturm was kaputt?
Then again, I did kind of break into his safe once. Maybe he's got the right idea. Ich war wieder hier am Tisch. Boah. Ich weiß ja nicht, ob die Lundenschnur... Nicht, dass wir das Geld noch brauchen, ne? Ja, das weiß ich eben auch nicht. War was Kleines. Lundenschnur? Ja. Die Bonbons haben wir jetzt da drin. Wir müssen die Jungs mal explodieren bringen. Steht nicht zum Verkauf. Was stand da als Hinweis noch da? Wie war das? Ist verklebt und? Ein verklebtes Schloss. Man könnte was Dünnes hineinstecken. Was Dünnes? Ja gut, Lundenschnur ist ja jetzt, weiß ich nicht, ist ja nicht so dünn jetzt, oder? Aber Lundenschnur müsste gehen. Weil wir müssen das ja irgendwie anzünden und zum Explodieren bringen. Wenn wir direkt davor stehen, würden wir mitten in Luft liegen. Ahoy there, fancy pants. Lundenschnur ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee, die hat das. Ja, weil die ist schon daumendick. Ja, funktioniert. Ah. So, okay, dann anzünden auf 3, 2, 1. Laterne. Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Zünde! Ah, ich geh mal raus hier. Ah. The smell of the sea, the touch of the moonlight. We are free, Captain Coco. Mwah! Hooray! Now we can do all the things we ever dreamed of. Travel the world, see the pyramids. Open a furniture store. Well, I mean, not that. That's pretty silly, but we can start over, build new lives for ourselves. Like running a furniture store. Hey, enough with the furniture store. I didn't spend all that time locked up just to collect chairs. I want to have an adventure. I can and I want to sell nested mahogany tables at affordable prices. Hey, that's stupid. You're stupid. Ich kaufe mir auch eine Kokosnuss, mal die mal oder Schnitzel an Gesicht. Stupid furniture store. I hope it makes you happy. I thought we were friends. Französischer Pirat, ne? Captain Coco aufheben. Okay. Ob das auffällt, wenn wir Captain Coco gegen diesen Kopf tauschen? Bestimmt nicht. Wäre so jetzt mal meine Idee, weißt du so? Ja. Auf jeden Fall erstmal die Hand da dran. Ja, ich laufe gerade mit der Hand dahin. So, dann Hand da dran. Ja, und jetzt nochmal Captain Coco. Und Skelett fehlt jetzt noch der Knochen und den hat der eine Hund. Ja, und der Kopf fängt unten an der Wand. Und der hängt, genau. Schauen wir mal. Aber mit Captain Coco können wir noch nichts anfangen. Probieren. Oder das einfach austauschen. Nehmen wir jetzt mal den Hammer mit nach unten und schauen mal. Genau. Da. Guck mal am Glockenturm mit dem Hammer. Ich glaube, da oben war noch was defekt. Sicher?